Schreitet wohl. Die beste Qualität. Die beste Qualität von Arctwen bis nach Enderal. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Lebt wohl. Benimmt sich einfach, als würde sie erhabenen Pfades sein. Manche wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich. Bitte geht weiter. Saira, es tut gut, dich zu sehen. Ich habe gehört, was auf der Halbmondinsel geschehen ist. Es ist ein Wunder, dass du und der Söldner es unbeschadet zurückgeschafft habt. Aber Krieg, das ist doch so verrückt, so unnötig und verrückt. Wenn das so ist, dann haben wir das Wirken der Hohen bisher weitaus oberflächlicher betrachtet, als wir es hätten tun sollen. Sag mir, Saira, wie ist es möglich, dass wir alle so unterschiedliche Auffassungen davon haben, was das Beste füreinander ist? Warum wollen wir einander immer an die Kehle? Weißt du, was mir so schwerfällt zu verstehen? Warum gibt es so wenige Menschen, die all das überhaupt kümmern? So wenige, die wie du und ich den Wunsch verspüren, etwas zu ändern. Es gibt Momente, da fühle ich mich einfach so verdammt machtlos. Als reiten wir alle auf den Abgrund zu, die Hände in die Luft gestreckt und mit einer Binde um die Augen gewickelt. Und obwohl wir spüren, dass es bergab geht, wenn wir nicht bald etwas ändern, tun wir nichts. Kennst du das Gefühl? Das dachte ich mir. Wenn ich an all das denke, fällt es mir oft so schwer, keine Wut zu empfinden. Nimm die Oberstädter mit ihren exotischen Düften und bunten Gewändern. Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie einfach nur wollten. Aber nein, sie tun es nicht, weil ihnen das Schicksal der Armen und Mittellosen einfach egal ist. Manchmal wäre ich wirklich versucht, welche von ihnen am Kragen zu packen, sie in die Unterstadt zu zerren und ihre Gesichter in den Dreck zu reiben. Sie zu zwingen, nur ein einziges, verfluchtes Mal hinzusehen. Aber vermutlich würde selbst das nicht helfen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen immer nur dann für etwas ein, wenn es uns unmittelbar betrifft. Wer kämpft schon gegen Armut, wenn er nicht selbst einmal darunter zu leiden hatte? Danke, aber so sollte es nicht sein. So zu fühlen sollte keine Tugend sein, sondern die Norm. Herrje. Da überlebst du gerade so eine Mission und schon bin ich wieder da, um dich mit meinen düsteren Gedanken zu bombardieren. Ich schätze, ich bin einfach nicht die Richtige für heitere Gespräche. Tut mir leid.
Saira, ich muss dich etwas fragen. Du hast nun schon öfters solche Dinge gesagt. Wieso? Komplimente, Kommentare darüber, dass du mich... Ich weiß nicht so recht, wie ich es formulieren soll. Nein, aber ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich bin nicht die Richtige für solche Dinge. Ich habe nie das Bedürfnis danach gespürt und offen gestanden halte ich es für gefährlich. In meinem Fall zumindest. Weil. Du weißt eine Menge über mich, Saira, und ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dir das eben erzählt habe. Also bitte respektier's einfach. Jetzt lass uns hier erstmal einen Schnitt machen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Die ersten Schiffe der Nerimesen werden bald anlegen und wir müssen vorbereitet sein. Ja? Wenn es sein muss. Was willst du wissen? Das weiß ich nicht. Und um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht wissen. Wie schon gesagt, wenn ich es wirklich war, die das Massaker in dem Dorf angerichtet hat, wenn dieser Erinnerungsfetzen nicht nur das Überbleibsel eines Traumes war, dann ist die Antwort auf deine Frage, ja, ich würde mich verwandeln. Aber so weit wird es nie kommen. Darauf hast du mein Wort. Dann wäre ich jetzt vermutlich nicht hier, oder? Nein, für gewöhnlich beschränkt es sich auf Gedanken. Und das öfter, als du denkst. Es ist, als sehe ich die Welt durch andere Augen. Oder zumindest ist da immer etwas anderes im Hintergrund, auf der Lauer. Es ist ein ewiger Kampf, Saira. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ja, aber zu welchem Preis? Es ist nicht das, was äußerlich passiert, wenn es versucht, mich zu übernehmen, Saira. Zumindest nicht nur. Es sind meine Gedanken, meine Gefühle. Stell dir vor, du gehst allein durch einen Wald. Du hörst schweres Atmen und ein Schluchzen. Und als du seinem Ursprung auf den Grund gehst, findest du einen verwundeten Jäger. Er ist von einem Bären angefallen worden. Schwer verwundet und delirös und er erkennt dich nicht. Ich, also der Teil von mir, der ich selbst bin, würde diesem Menschen helfen. Aber in dem Moment, in dem ich das Blut sehe, den Geruch von Tod, dann sind da diese anderen Gedanken. Ja, dieser Anblick, er würde es erregen. Ich kann es nicht besser formulieren. Und wenn ich mich ihm hingeben würde, er würde den Jäger... Verzeih mir, Saira, ich kann das nicht. Es tut mir leid. Ja, es ist ungewohnt, mit jemandem so offen darüber zu sprechen. Was?